Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy XII International Zodiac Job System. Hier mit dem Team Panzerknacker wieder am Start. Und nachdem wir das letzte Mal schlechter Exodus uns geholt haben, mehr oder weniger aus Versehen, wollen wir uns heute nochmal nach Bujerba aufmachen, beziehungsweise doch nach Bujerba aufmachen. Vor allem nach Bujerba aufmachen, beziehungsweise doch nach Bujerba aufmachen. Ja, das war ein guter Satz, wie immer. Denn ich hätte mich auch direkt in Lusumuni teleportiert. Allerdings haben wir hier noch eine Mission, die wir annehmen müssen, die wir nicht annehmen konnten, weil wir zuletzt den Flötzschlüssel 11 nicht hatten. Ich versuche mich mal kurz zu erinnern. Ich habe ja so ein, ich will nicht sagen Super Brain, aber so ein paar Sachen kann ich mir doch recht gut merken. Und zwar müsste der irgendwo hier unten gewesen sein. Und dann, genau, hier in dem Eck. Bei dem hier kriegt man nämlich noch, genau, eine Mission. Prima, du hast den Flöz-Elf-Schlüssel. Dann will ich dir alles weitere erklären. Diabolos ist ein Monster, von dem jeder hier in Bujerba schon einmal gehört hat. Eltern erzählen ihren Kindern zum Beispiel, dass sie der Diabolos holt. Ich glaube, das hat man schon, oder? Wenn sie unnötig sind, genau, das ist der Anfang. So, genau, und jetzt bekommen wir nämlich auch die Mission. Das letzte Mal hat er nämlich gesagt so, hey, du hast den Flötzschlüssel 11 nicht. Und dann haben wir die Mission nicht bekommen. Voll gemein, der Typ. So, dann einmal zu den Lusumin. Jetzt laufen wir den Rest hin. Ich könnte mich auch hin teleportieren, ne, in die Hälfte, aber naja. Eine sinnlose Heilung. Ach ey, dieses Team geht mir so auf den Sack. Eigentlich. Ich überlege schon bei 4 eigentlich. Das könnte ich eigentlich fast schon machen. Der hat. Warte mal, wir machen das mal anders. Wir geben ihr mal was anderes. Ja. Das wäre auch eigentlich eine richtig geile Möglichkeit, einen Gegner zu foppen. Hm. Ah, naja, sie ist nicht die alleinige Bufferin, deswegen nutzt es nicht aktuell. Gucken wir mal, was haben wir denn Schönes? Negiert Silent, das ist schon mal interessant. Sowas hier ist noch von Interesse eigentlich. Ja. Ich glaube, wir nehmen Battlebelt. Haben wir noch irgendwas mit Magie-Power? Das hier? Ja, toll. Negiert Konfus. Na, nehmen wir mal das hier mit. So, damit. Ich weiß nicht, warum ich bei ihr das drin habe. Ist eigentlich auch. Wir hatten ja gerade. Sie hat gerade das. Okay, dann nimmt sie mal irgendwie so einen Blödsinn. Sowas wie den. Agathe-Ring, keine Ahnung. Sie nimmt mal. Das Ding und er nimmt mal. Das. Wo ist es denn? Ah ja, Sage Swing, genau. So. Jetzt überschneidet sich das bei ihr wenigstens nicht mehr. So, wir kämpfen ja gerade mit ihr, genau. Ihm. Weil der hat so hohe MP-Kosten, das ist einfach nur zu krass, muss so ein bisschen stoppen. So. Er hat halt die ganzen Gar-Zauber, die mega viele MP brauchen, und sie hat die ganzen normalen Zauber, die nicht so viele MP brauchen. Dann heile ich sie lieber kurz und dann ist gut. Was ist? Ich kämpfe gerade mit Wahn, nicht mit ey, ich fällt mir gerade auf. Aha, aha, da war ja was. Bei ihm könnte ich nochmal nach Schaden schauen, ob ich irgendwas mit mehr Stärke habe. Battle Harness, ja. Konter halt. Allerdings ist er gerade eher so ein Tank, deswegen sind die Ghillie Boots ganz gut. Die sind allgemein sehr stark, finde ich. Also, wir können ja erstmal laufen. Wir laufen ja erstmal bis zum. Pass mal auf, wir laufen ja erstmal bis zum Speicherpunkt durch. Da können wir uns dann nochmal buffen und dann geht's ja weiter. Die machen uns ja eh keinen Schaden mehr. Komm mal, was wolle.
Aber dennoch, immer noch schön, dass wir jetzt einfach durchlaufen können. Wir müssen nicht mal die ganzen Zwischenschritte mitmachen. Ich glaube, auch das habe ich tatsächlich noch nie gemacht hier. In den letzten Abschnitt der Lusumin. Das hatte ich noch gar nicht. Das wüsste ich. Aber ich weiß, dass ich Giga mich nie besiegt habe, komplett. Ich weiß nur, dass er immer abgehauen ist von mir. Aber es heißt halt nie. Ne? Wie gesagt, ich habe es halt einmal casual-mäßig durchgespielt. Mehr oder weniger, wie gesagt. So, dann kommt mal kurz bitte ran hier, bevor ihr weiter bufft. Nicht, dass auch welche Garzauber daneben gehen. Sollen wir eigentlich schon reichen. So, und jetzt können wir nämlich... Jetzt muss ich kurz... Achso, wir müssen noch ein Stückchen. Ich überlege gerade, wo das Gatter aufgeht. Ich glaube... Ah ja, ich erinnere mich. Links rum ganz normal den Weg nach oben und dann am Beginn der Höhle rechts irgendwo war das. Ich glaube, selbst die Gegner machen mir mittlerweile keinen Schaden mehr. Oder nicht mehr merklich. Ah doch, 240, immerhin. So, den Flötschlüssel L verwenden. Besiegen wir mal kurz die Gegner hinter uns, damit die nicht auf den Sack gehen. Dankeschön. Ich liebe übrigens den Hast-Soundeffekt. So, fump, clear, 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 clear. Fump, clear, 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 clear. Kann ich gut nachmachen, ne? Oder klack, 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 besser gesagt. So, müssen wir jetzt hier natürlich wieder ein bisschen Obacht geben, ob wir noch was Neues finden. Wir haben jetzt hier zwei Missionen, die wir machen müssen. Gilgamesh und Diabolos. Beides bekannte Figuren aus früheren Final Fantasy-Universen. Dementsprechend auch meistens dementsprechend stark. Dementsprechend meistens dementsprechend. Ich habe heute wieder Sätze drauf. Das ist der Hammer. Habe ich ja gerade eigentlich mit irgendjemandem Libra aktiv? Habe ich nicht. Wäre ja auch Schwachsinn, ne? Kann da keine Fallen hier geben. Ich glaube, es hat auch gerade keiner Libra. Naja, dann ist das halt so. Dann laufen wir halt einfach blind links hier lang. Ich gehe erstmal hier oben lang. Golden Skull Cap. Stark eigentlich. Ich bräuchte aber mal schwere Rüstung. Leute. Ich bekomme jetzt hier schon wieder was Besseres, ja, aber... Hm. Wow, nochmal MP für sie. Okay. Ja, ich bekomme jetzt schon wieder was Besseres, aber irgendwie nützt mir das ja alles nichts. Hier geht's nochmal runter. Ich laufe erstmal gerade durch, will mal gucken, wo es hier noch lang geht. Da geht's nämlich. Ah ja, geht's nämlich dahin. Da machen wir nochmal eine Abkürzung frei, glaube ich. Wäre mir ganz lieb, wenn wir das hätten. Ups, Entschuldigung. Ich wollte nicht one-hitten. So, Gatteröffnungsschalter. Dankeschön. So, haben wir jetzt ja irgendwelche Kisten? Hier geht's ja bloß raus, ne? Genau. Also wieder zurück. Problem ist, wenn die irgendwie buffen, während ich gerade rumlaufe, ist es echt immer schlimm. Zumindest bei den Guard-Zaubern, weil dann können sie es im Prinzip gleich nochmal machen. Ne? As I said. So, jetzt bin ich hier soweit durch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Wobei es da unten fast so aussieht, als ob es dann nicht weitergeht. Na, egal. Oder? Ne, wir gehen erstmal nach da. Wir gehen erstmal in den Höhlencharakter... Dungeon-Teil und schauen mal, ob wir da dann ein Ende finden und vielleicht noch einen Bossgegner dazu. Sackgasse, schön. Schön, dass wir es geklärt haben. Da ist eine Sackgasse. Oh, Leute. Ihr bufft mir viel zu viel gerade. Ja, hier haben wir nämlich schon mal Diabolos. Der sieht auch ganz schön nett aus. Hast und... Okay. Ich dachte gerade an. Nun denn.
Er ist zumindest schon mal nicht rot, aber das hat, glaube ich, bei diesen... Oh, Richie, okay. Bei diesen Viechern nicht viel zu sagen. Orichi ist ein Ninja-Schwert. Ja. Relativ stark, aber eben nicht stark genug, wie ich finde. Warum greift er sie an? Ich habe Lur drauf. Ah, wir machen eigentlich schon gut Schaden. Da hat bestimmt irgendwas Böses drauf gegen Ende des Kampfes. Oder auch gleich. Ah, mein Lur ist weg. Greif mich an. Dankeschön. Naja, okay. Hat er einen Bubble drauf? Hat er, hab ich einen Protest? Ey, Alter, wie viel Schaden hat er? Ist ja der Hammer. Kann sie gleich nochmal machen. Ah, er bufft sich mit Hast. Okay. Nee, Redders macht, glaube ich, am wenigsten Schaden. Habe ich ein Dispel-Note, ein ganz normales? Ah, klar, ich habe die ja gekauft. Ach nee, mit dem Team nicht. Ah, nur mit dem anderen Team. Aber ich weiß, dass man sie kaufen kann, dementsprechend kann ich sie wasten. Ja, wir warten mal noch. So, jetzt hat er Hast. Obwohl, eigentlich hat er Zeit. Hast ist nicht so schlimm. Aber man kann die halt schön in so einem, in so eine Buff-Schleife halten. Pyromania. Halt, stopp. Negiert Öl ist ja schön und gut, aber haben wir irgendwas, was ein bisschen Feuer abhält? Ja, Sash zum Beispiel. Mmh. 5000 Leben, 7000 Leben, die geben wir auch mal kurz ihm. Weil ich nicht weiß, wie stark das ist. Ich habe keinen Bock, dass er mich jetzt hier umfegt. Habe ich eigentlich noch irgendwas gegen Feuer? Nö, ne? Nö. Ach, das ist ja bloß das. Na dann. Geht's ja. Hat zwar fast Redders umgepustet, aber geht schon. Force Barrier. Immun gegen physischen Schaden. Again, der Spaß. Okay, Redders, du machst bitte Holy. Bei 4. Ah, ist gerade voll geheilt. Großartig. Mach mal bitte Train. Curse ist nicht lustig. Genau, der macht schon mal einen Decoy. Das geht auf alle. Natürlich geht's auf alle. Du kannst direkt einen Esuna casten eigentlich. Oder? Nee, Smellings hat es erstmal in Ordnung. Poison Sap, Confuse. Bei ihm hat es komplett gemisst. Das ist in Ordnung soweit. Green Magic Drain, Redders, White Magic Holy, X-Potion. Green Magic Drain, X-Potion. Ja, bitte mal einer so frei, ihn zu heilen. Dankeschön. So, holy. Gott, das ist anstrengend, wenn man keine Magieattacken hat. Drain. Oh, cool. Das war schnell. Okay, cool, 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 cool. Ich überleg gerade. Kriegt sie das noch irgendwie hin mit einem Esuna oder tötet er sich jetzt gleich? Oder irgendjemanden? Na, mal gucken. Redder. Nein! Redders. Holy, der ist ja so gut wie tot. Eigentlich hat er bloß nur einen Hit oder so. Ja. Oh, cool, das Holy kommt noch durch. Praktisch. Würde es mal bitte noch mehr Schaden machen? Warte mal.
Okay, das kann ich vergessen. Das ist klar. Ist ein bisschen blöd, dass ich keinen Magieschaden mehr habe. Warte mal. Mach mal bitte eine Phönixfeder auf Penelo. So, du hast doch auch Schwarzmagie. Na gut, nichts wirklich Starkes, aber hoffen wir mal, dass es reicht. Das wird nämlich jetzt dünn. Dünn ist gar kein Ausdruck. Na, er ist tot. Mit Ach und Krach auf den Punkt. Puh, das wird mit dem anderen Team auch einfacher, weil ich dann Schwarzmagier habe. Okay, jetzt wird's interessant. Okay. So. Heil dich mal. Oder heil du mal mit einem Wacki-Dingsbums-Tikita. Tikiti-Tikiti. Habe ich gerade richtig gesehen? Eine Bubble ist ein Heal für ein Virus? Ernsthaft? Nee. Quatsch, oder? Ja, muss Quatsch sein. So, warte mal. Ich muss eigentlich raus, genau. War ja bloß Notlösung. So, wir haben noch ein paar Kisten auszupacken. Ah, schön, Silence. Oil Bombs. Swill Claws Plate. Naja, gut. Was sagt ihr in der Zeit? Ja, wir können noch was schaffen, aber ich gehe trotzdem mal kurz zurück, saven und mich heilen vor allen Dingen. Weil ich jetzt nicht weiß, was Gilgamesh Stufe 2 so drauf hat. Runter. Runter, rechts und geradeaus. Das ist halt das Schöne, dass man jetzt diese Abkürzung hat. Mehr oder weniger Abkürzung, aber es ist halt ein... Ja. Na doch, ein bisschen kürzer ist es schon, glaube ich. Wir müssen aber auch richtig rumlaufen. Nee, warte mal, ist richtig. Wo geht's hier raus? Wo bin ich? Ah ja. Aber schön, den ersten haben wir, den zweiten krallen wir uns auch noch. Weiß gar nicht, wie tief die Lusuminen hier noch weitergehen. Hört bitte auf zu buffen. Wir buffen uns erst, wenn wir in einen neuen Bereich reingehen beim Lusumin. Ich speichere auch kurz nochmal. Immerhin haben wir jetzt schon einen Mob wieder geschafft. Mit Ach und Krach. Also man kann es nur nochmal betonen, das war echt krass. Wie schnell der uns zerlegt hat, als der Tank gefallen ist. Panzerknacker, genau. So, jawohl. Hört doch mal auf, hier durchzubuffen. Meine Hüte. Meine Hüte. Krieg hier kleinen Rappel. Aber bei dir war er gut am Ende mit seinen MP, ne? Hat gerade so gereicht. Trotz Sagewing. Holy moly. War aber auch ein anstrengender Kampf, ne? Ich musste ihn die ganze Zeit abusen, damit er wenigstens ein bisschen Schaden macht. Ich musste auch die ganze Zeit Weathers abusen. Mit seinem Holy, was keinen Schaden macht. Also lustig war der Kampf nicht mit dem Team. Also mir fehlt bei dem Team definitiv Magic Damage Output. Ein Schwarzmagier ist für mich dementsprechend schon zur Pflicht eigentlich in so einem Team. Achso, wir wollen uns erwachen. Oh, jetzt triggert er einen Kampf, du Dödel. Haben wir's? Naja, komm, reicht. Ich glaube, sie bufft sich immer selbst zuletzt, ne? Oder auch nicht. So. Wir müssen ja wieder auf eine Brücke. Andererseits könnten wir noch lustig weiter Gegner one-hitten. Hat auch was. Ha, Gatter öffnen. Keine Ahnung welches, aber... Ach, das da, Mensch. Kann man ja mal übersehen. Ich meine, wenn man nicht in die Richtung guckt, ne, dann kann man es mal übersehen. Oder wenn man blind ist. Weil kann man was übersehen, wenn man nichts sieht? Wie unangenehm.
Haben wir hinten eigentlich keine Kiste mehr? Doch, wollte ich schon sagen. Renewing Morion. Das klingt nach einem Hut. Klingt's nicht. Dann klingt's nach sowas hier. Klingt's auch nicht. Dann klingt's nach... Was ist das gewesen? Nein. 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 Hä? Ach, hier. Eine leichte Rüstung. Dementsprechend nur was für Fran. Oh, das ist sogar deutlich besser. Vor allem wegen der Regenerationsfähigkeit. Ja, na dann. Kostenfreies Dauerregen ist natürlich ganz nett. Liebe es, wenn sowas misst. Genau, das haben wir jetzt. Wir nehmen auf jeden Fall den Seitengang mit, da es durchaus sein kann, dass wir hier nochmal eine Geschichte haben, was wir finden könnten. Oder auch nicht. Okay. Nicht mal ein Geheimgang oder sowas? Sehr komisch. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Oder war das einfach bloß der Umweg vom Gatter oder irgendwie? Das kann natürlich sein, ne? So, wir sind gebufft. Wir kommen jetzt nämlich in den Kampf. Ach, ich muss mal gucken, hat irgendeiner Stil aus dem Team? Weil diesmal denke ich dran zu stehlen, nachdem ich ja schon von euch geschlagen wurde, in Gedanken. Ja. Oh, was bist du denn für ein Lustiger? Hallo, Lustiger. Aeronite. One-hittest du mich jetzt oder bist du lieb? Oh nö, geht doch. Sagte er und kassierte. Ich bin dafür, dass sie einfach weiter Heal castet, da ich schwer davon ausgeht, dass er gleich weiter Schaden raushauen wird wie sonst was. Könntest du bitte noch häufiger angreifen? Ja, hast du es bald? Danke. Alter! Hör doch mal auf! Dankeschön, bald 4. Ich bin mal so frei und helfe ein bisschen nach. Ja. Dankeschön. So. Ich glaube, wir müssen kurz mal nachbuffen. Die Kiste ist irgendwie zu auffällig, oder? Noch so ein Vieh. Dragon Whisker. Das ist was für ein Ulan. Jo. Apropos Ulan, warte mal. Disable rüsten wir erstmal aus. Ist klar. Dann nehmen wir den auch mal kurz in die Party mit rein. Was hatten sie eigentlich... Haben wir irgendwas gegen Fluggegner bei ihr schon? Nö. Habe ich mit dem Team gar nicht Telekinesis? Doch. Wirklich? Nein, wie haben wir jetzt eigentlich so viele Fallen ausgelöst? Wenn wir Float haben. Ich glaube... Achso, weil echt nicht gefloatet war. Kann natürlich sein. Ja. Na, dann bleibt sie mal kurz im Team drin. Mit der Buff sich irgendwann mal wieder legt. Der Debuff besser gesagt. Wo bleibt eigentlich Gilgamesh? Gibt es hier noch eine Brücke? Oh, das ist doch die. Und da muss es noch kommen, oder? Wie anstrengend. Abby's Deal. Aha. Naja, eigentlich schlagen wir jetzt ganz gut gegen die Gegner. Dafür, dass die rot sind. So, das Card brauchen wir nicht. Das weiß ich, warum man das Schloss die Tür aufgemacht hat.
weil man mit dem Kart dann komplett zurückfahren kann. Ah, toll, Gil, super. Freut sich das Herz. Nochmal Gil, da freut sich wieder das Herz. So, ach, bei 4. Müssen wir eben kurz was rausnehmen. Das ist zwar nett gemeint, aber es nützt mir nichts. Nochmal so ein Abschnitt, wirklich jetzt? Ah, warte mal. Echt, wir können wieder echt steuern. Oh, Tracking Whistler gefällt mir. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, doch etwas sehr weitläufig. Kann man machen. Na gut, wir können jetzt bei 4 halt immer gegenheilen, was SP angeht. Ich liebe übrigens gerade Elch, muss ich mal so zugeben, weil sie einfach nur richtig geil die Gegner tot foppt. Huch, was ist denn ein Dark Lord? Aha. Die machen ja schon Schaden, gebe ich mal so ein bisschen zu. Auch bei dir, buff doch nicht hier irgendwie einzeln, das ist doch Mist. Komm her, meine Güte, ist das furchtbar. Kommt erstmal. Dankeschön. Muss man dann halt so machen, dass man kurz fliegt, dass er mal wieder rankommt. Man könnte ja auch zu ihm wechseln, dass die währenddessen weiterkämpfen, aber naja. So, gibt's hier was? Hier gibt's einmal ganz viel nichts. Alter Falter. Alter bei 4. Alter bei 4. Wir machen mal kurz eine Mega-Heilung für ihn fertig. Äther bei 4 und Äther bei 4 und schwupps, wie neu. Kommt bitte mit, Mädels. Ich möchte keinen verlieren in diesem Dungeon, weil ich nicht weiß, was uns hier noch erwartet und wo. Das sind schon mal normale Gegner. Welches Level sind denn die? Wir haben hier irgendwie nur Charaktere ohne Libra. Ja. Oh Gott, wieso ist das so weitläufig? Warum ist das so viel? Warte mal, wir gehen erstmal immer in die Sackgassen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Natürlich hatten wir gerade keinen Levitas. Lauf doch mal zusammen, ey. Deswegen muss ich dauernd alles doppelt buffen. Danke. Okay, wir haben zumindest mal die Karte gefunden. Ich wollte gerade so fragen, wo denn mein Heal bleibt, aber da ist er auch schon. Ich wüsste gerne mal, was für ein Level die sind. Naja, wir holen uns erstmal die Karte aus der Urne. Man darf gespannt sein. Die Lusu Candle. Damit haben wir alle versteckten Regionen. Okay, so groß ist es also nicht mehr. Das geht. Okay. Schaffen wir also auf jeden Fall noch die Folge. Also das halt ist was ich noch nie gemacht habe hier, wo ich jetzt bin. Welches Level ist eigentlich echt? 46 und die macht so viel Schaden. Nicht schlecht. Ah, Penelo, du kannst eigentlich mal, wenn da so viele Gegner sind, sowas machen wie Plessara. Ah, immerhin. Bitte Schaden. Das müsste ein Mimik sein, oder? Das erste hier? Wahrscheinlich. Machen wir erstmal die Gegner. Wie viel?
viel Leben die aber auch einmal so haben. Nicht schlecht. Glimmering Robes. Und das hier ist Reflektgamot. Okay. Mal die... Ne, die Rope wird hier irgendwas sein. Genau. Im Prinzip nur für sie. Aber halt auch wieder deutlich besser. Und kein Nachteil. Wir hatten uns hier gerade nochmal richtig gut auf. Ah, komm doch mal zusammen und buff dann, du Dödel, du Blöder. Wir haben nicht unbegrenzt MP. Dankeschön. Ja, toll. Kuro voll. Tust du mir bitte mal kurz einen Gefallen und machst mal einen Kronos-Tier auf diverse Mitspieler hier. Danke. Oh, warte mal, bei 4, du kannst dir mal kurz selbst einen Gefallen tun. Besorgst dir mal ganz kurz selbst, bitte. Weil der bufft sich, glaube ich, halt sich ein bisschen mehr, genau, 65 zumindest. Ich gehe erstmal ein Disable, richtig bitter. So, das hier ist definitiv eine Mimik. Nicht? Dann ist das eine Mimik, oder? Auch nicht? Okay. Da gibt es ja verschiedene Urnen anscheinend. Oder ich bin gerade echt irgendwie, habe gerade Augenfehler. Bevor ihr auch mal davor kommt. Öfter als man denkt. So. Ich laufe hier gerade nur durch, um zu schauen, ob ich hier. Na, da zum Beispiel einen Geheimgang finde. Ach ne, das ist kein Geheimgang, das ist ein Weg. Achso, ne. Okay, ich habe gerade irgendwie mich verschaut. Gucken wir mal nach hier oben, ob da noch eine Kiste ist. Weil das Leech ist so böse bei den Fledermäusen mittlerweile. Okay. Arcturus? Was ist das denn? Ist das was für hier... Na, es ist eine Maschinistenwaffe, allerdings... Tja, falsches Team. Das ist eigentlich ein Dungeon, den ich aus Jux mit dem Maschinisten-Team machen müsste. Also mit dem Maschinist im Team, so rum. Ja... Und daran eben elendig sterben werde, weil ich habe ja jetzt schon mehr oder weniger Probleme und nun ja. Wir sind eigentlich ganz gut dabei, muss ich sagen. Naja, gehen wir zuerst links hoch, also geradezu und dann links hoch. Wobei, hier ist ein Geheimgang. Ja, wenn man doch ein bisschen genauer darauf achtet, sieht man sowas. Oh, Penelos MP sind auch schon am Ende. Ja, wenn sie immer im Healen ist, so ist es dann halt. Oh, hier gibt es auch noch einen richtigen Geheimgang. Oh Gott. Ja, das ist nur eine Falle, das ist klar. Das sind ja Säcke hier. Das sind alles nur Fallen. Das sind auch nur Fallen, aber hier sind zwei Kisten, immerhin die keine sind. Maximilian, okay. Whale Whisker. Puh. Ja, ein Stab, okay. Maximilian ist ein Hut, glaube ich. Nee, da war es eine Rüstung. Ne, dezent bessere Rüstung. Ganz, ganz leicht. ja. Rüsten wir auch kurz mal ihr aus, weil ich mit ihr gerade wirklich aktiv kämpfe. Und dann kann ich jetzt hier Mimics hunten oder was. Aber was bringt's mir? Eigentlich ja herzlich wenig, ne? Also man muss schon eigentlich blind sein, dass man diese Mimics übersieht. Naja. Tja. Na gut. Zurück. Oh, es hat doch schon wieder Float gecastet. Stop this madness. Na halt. Pinedo braucht's mal wieder. Dann machen wir gleich nochmal doppelt das Ganze. Zum Glück habe ich so viele Äther gekauft. Zum Glück kosten die auch nichts. Natürlich, ich muss das nochmal casten. Sollte immer gedrückt halten, solange ich nicht im Kampf bin. Und höchstens mal nach dem Kampf nachbuffen. Was eigentlich total verkehrt rum ist, aber naja. Wenn das Spiel mir das so gibt, dann muss ich das eben so nehmen.
So, was gibt man hier noch von dem letzten Spiel? Weil das ist ja gerade echt hier so ein bisschen Endgame-Dungeon. Mage Power Shishak. Da bin ich auch mal gespannt, was das für ein Spaß ist. Ah, hier. Neuer Helm. Und ein sehr, sehr viel stärkerer Helm auch wieder. Gar nicht mal so schlecht. Kann sich also sehen lassen, was man hier so bekommt. Gut, das war das hier oben. Dann dürfen wir noch nach unten zum Boss, den wir eigentlich suchen. Weil ich auch sagen muss, das hier ist ja auch das ungetrainierte Team, ne? Stimmt, mit dem anderen Team können wir gegebenenfalls sogar noch besser durchmarschieren. Bei 4, läufst du mal? Hallo? Ach, der hat er den Stopp? Was ist mit ihm los? Interessant. Naja. Der Dungeon zieht sich so ein bisschen, ne? Ist mal bloß so eine doppelt, dreifach, fünffach voll. Je nachdem, wie lange eben dann der Kampf gegen Gilgamesh noch dauert, wenn ich ihn denn schaffe. Hab zwar gespeichert, aber werde ihn auf jeden Fall kein zweites Mal in der Folge probieren. Wenn wir ihn nicht schaffen, dann muss ich ihn mir eben merken und in der anderen Folge noch probieren. Bloß ein bisschen schade dann um die XP, die wir dann verloren haben, sozusagen. Oh, 4 Gegner. Läuft. Wow, dass beide Stops missen, ist natürlich auch sehr nice. Eigentlich müsste ich ja auch mit Bahn spielen, fällt mir gerade auf, weil das alles Untote sind und er hat halt das Holy-Schwert. Warte mal. Machen wir auch mal kurz. So, Giant's Helmet, Carabiner Mail und... Genau. So, Party rein, raus. Läuft. Aber es war mal schön, wieder mit dem anderen Charakter kurz zu spielen. Ein paar Gills, natürlich nicht so geil. Waren nur 3, oder? Er hat sich selbst nicht gebufft. Komm bitte hinterher. Hat er gerade 12.000 Schaden an dem Ding gemacht? Ja, hat er. 8.000. Weil er jetzt nicht mehr voll ist. Macht er mehr Schaden, wenn er voll ist. Und wir haben doch recht viel Leben. Aber doch, ich hatte recht, das macht doch echt viel Sinn. So, haben wir hier noch eine Kiste? Nein, nein, nein. Ich nehme meist irgendwo am Rand. Nee, sieht gut aus. Na dann, ab in den letzten Abschnitt. Hoffentlich schaffen wir den Kampf. Oh, wir dürfen sogar nochmal speichern. Das ist natürlich sehr nice. Und wir bekommen das Geld. Einfach mal so. Ist klar, ist klar, ist klar. Na gut, meine lieben Freunde, wenn wir sogar speichern können, dann würde ich sagen, verschieben wir den Kampf auf die nächste Folge, damit diese Folge nicht noch unnötig noch länger wird, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange dieser Kampf dauern wird. Dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen, wie immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss. Und jetzt hör nicht auf, bei dir zu buffen. Er hört echt nicht auf. Naja, tschüss.